Einen wunderschönen guten Morgen mit Hammerschlägen aus der nachbarschaftlichen Baustelle. Wird man hier geweckt. Sitzen schon beim Frühstück. Kaffee, Emmy löffelt Passionsfrucht oder Maracuja. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was das eine oder was das andere ist. So sieht es aus. Das sind diese Böbbel-Anachten. Jo, es hat heute Nacht natürlich wieder geregnet, was gar kein Problem war. Aber wenn man so blöd ist wie ich und seine Schuhe im Regen stehen lässt. Jo, die sind jetzt durch und durch nass. Ich habe zum Glück noch meine Standardwiefel-Wanderstiefel dabei. Oh, die werde ich jetzt halt dann tragen, oder wenn es warm genug ist, die Flipflops. Jetzt gucken wir mal, was das Wetter heute macht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Sonne hat schon ordentlich Kraft. Ich hoffe, die trocknet unser Zelt jetzt mal heute ab. Einen Daumen hoch, wenn wir Minigolfen gehen sollen. Ja, genau. Daumen hoch, Minigolfen. Bis Sie das sehen, sind wir schon längst wieder hier weg. Da ist nichts mehr mit Daumen hoch. Also wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt gehen wir zum Affenberg, wo man Affen füttern kann mit Popcorn, also mit der Hand füttern kann. Und ja, da fahren wir jetzt gerade hin. Und hier stehen wir gerade. Ja. Ich werde noch eine Weile stehen, weil hier 50.000 Autos kommen, die mich nicht rauslassen. Oh, no. Es ist angekommen, wie zu erwarten ist natürlich die Hölle los. Auch hier wird sich wieder zeigen, wie weit ich filmen kann. Beziehungsweise filmen werde ich wahrscheinlich viel, aber nicht so viel dazu labern, weil das kommt ja immer so ein bisschen peinlich, ne? Jo, standen jetzt gefühlt eine Dreiviertelstunde in der Schlange oder so. Na, ich glaube eher länger, sogar halbe, dreiviertel Stunde mindestens. Echt viel los. Jetzt laufen wir mal los. Richtung, ja, halt da rein. Sicherheitshinweise. Die Affen nicht berühren oder streicheln, das sind Wildtiere für diverse Angriffe. Wir können auch kratzen und beißen. Dann bekommen nicht gleich alle ein Stück weiter und rundweg folgend eine Handvoll Popcorn. Das Popcorn immer in der Hand behalten und steckt es nicht in Taschentüten oder woanders hin. Zum Füttern legt ihr ein Stück Popcorn auf die flache Hand, streckt den Arm richtig weit aus, einmal als Sicherheitsabstand und die volle Hand währenddessen hinter dem Rücken verstecken. Dann nur die Affen füttern, wenn die hier oben auf den Holzstangen drauf sitzen. Kein Popcorn vom Boden auf sammeln und auch nur unser Popcorn verfüttern. Dann haben wir jetzt Nachwuchs bekommen. Die Babys erkennt ihr ganz leicht am schwarzen Fell, die dürft ihr nicht füttern. Und Alttiere mit Nachwuchs auch nicht füttern. Im Park dann auch nicht mehr essen, trinken oder rauchen. Und Kinder, im Park wird nicht gerannt und nicht geschrien. Ihr bleibt auf dem kompletten Rundweg an der Hand der Erwachsenen. Und wichtig, haltet wirklich zu jedem Affen einen Mindestabstand von einem Meter ein. Dann brauchen wir jetzt noch die Eintrittskarten und wünschen euch viel Spaß. Jetzt geben wir gleich unser Popcorn irgendwo. Und dann, ja, werden wir auf die ersten Affen treffen. Ach, da sitzt schon einer. Da. Komm, stopp auf dem Ding. Und schick mir ein Popcorn für dein... Lauf mal weiter. Ja, sonst nehme ich halt die Hand und dann kannst du dir davon wegnehmen. Traut sich nicht. Jetzt Fingernägel. Thank you.
Essen haben wir hinter uns gelassen. Jetzt sind wir noch durch den restlichen Park gelaufen. Da ist es irgendwie eher langweilig. Also die Affen sind schon die beste Attraktion hier. Und jetzt gibt es noch Stärkung, Wurst, Pommes. Jetzt genießen wir noch unser Eis. Da ist ja noch richtig schön. Und jetzt fahren wir zurück zum Campingplatz. Und der Plan ist, dass wir da noch eine Runde Minigolf spielen. Habe ich jetzt Emily schon die ganze Zeit immer versprochen und nie eingehalten. Heute ist das Wetter dementsprechend, dass wir das auf alle Fälle machen. Und die Affen haben alle nom 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 nom. Genau. Jo. Gut, dann fahren wir jetzt. Minigolf und die zwei Spiele, die wir gespielt haben, sind vorbei. Emily hat halt echt am letzten Loch. Das Schwerste habe ich mit einem reinbekommen. Ja. Den ersten Schlag hat sie versemmelt, dann hat sie nochmal angesetzt und dann hat sie es halt echt in einem Schlag direkt eingelocht. Richtig cool. Jo, war ein schöner Tag heute. Viel unterwegs, viel gemacht. Jetzt haben wir gerade nochmal am See unten nochmal geguckt. Ja. Und ich denke mal, heute Nacht wird es vielleicht auch trocken bleiben. Also es wäre zu wünschen. Jetzt ist gerade alles schön abgetrocknet hier. Und das wäre cool. Emily hat noch ein kleines Souvenir. Und was wir gestern vergessen haben, zu zeigen. Achso, genau. Den Affen gekauft. Ein Souvenir vom Affenberg, genau. Ja, und da ist magnetisch, den kann man zum Beispiel hier an den Tisch festmachen.